Guten Morgen. Ich grüße euch. Wir haben Mittwoch. Und das Wetter ist Bombe. Ihr seht das, der Sonne scheint. Der Himmel lacht. Und wir genießen gerade den ersten Morgenspaziergang. Der Ochsenfrosch und ich. Wir machen jetzt eine kleine Runde. Dann haben wir nur die nötigsten Geschäfte. Und dann gibt es Frühstück für alle. Und dann gehen wir gleich eine große Runde. Hier kann er schön schnäuzeln. Ja, was steht heute an? Wir wollten ja eigentlich nach Holland fahren. Aber es war so stressig die letzten Tage, dass wir gesagt haben, wir wollten jetzt heute und morgen noch ein bisschen Ruhe tun. Dann fahren wir alle voraussichtlich nach Freitag. Wobei das auch noch nicht hundertprozentig sicher ist, da wo wir zu Besuch sind. Die kleine Maus, die ist ein bisschen verrotzt. Wir mal gucken, wie das umschlägt jetzt. Da ist ja bei Kindern oft so, dass er dann ganz schnell sich alle was wegholen. Und je nachdem, wenn wir alle fit sind, fahren wir Freitag. Man kann das ja kurzfristig buchen. Und gucken wir mal. Machen wir dann morgen Abend spontan. Entscheiden wir das. Ja, wer hat gestern Fußball geguckt? In der Nachspielzeit, die Freiburger. Yippie-yay-yay. Normalerweise machen das ja immer die Bauern. Ja, sind raus. Yeah. Das wäre mit dem Nagelsmann nicht passiert. Glaube ich nicht. Egal. Freut mich sehr. Ja, die Dortmund haben sich ja selbst um den Sieg gebracht auf eine Art, dass sie ja so ein doofes 2-0 eingeleitet haben. Komm, Smurfy, wir gehen zurück. Wir gehen gleich mit der Mama und der Olivia zusammen. Komm. Ja, das freut mich sehr. Yippie-yay. Und ich habe auch schon E-Mails gekriegt, dass das andere auch gefreut hat. Und auch schon direkt kam die SMS, die WhatsApp gestern, die Nachrichten gestern nach dem Spiel. Na komm, doofer Spruch. Von denen ich auch einen doofen Spruch gekriegt habe, von den Bauernkunden. Ja, das hat mich auch mal sehr gefreut. Ja. Egal, so ist das. Heute Abend spielt Dortmund, die müssen es erstmal besser machen. Aber bis dahin kann man sich 24 Stunden drüber freuen. Außer die gewinnen natürlich auch, dann sind wir im Halbfinale und die wollen nicht. Ich glaube sowieso, dass Freiburg das dieses Jahr das macht. Weil in den letzten 10 Jahren oder 12 Jahren war das immer so, wer davor das Jahr im Finale unterlegen war, gewinnt spätestens 2 Jahre später den Pott. In Freiburg war es letztes Jahr unterlegen gegen die Dosen aus Leipzig. Naja, mal gucken. Statistiken sind ja generell da, um gebrochen zu werden. Ja. Ja, ihr Lieben, was steht sonst heute noch an? Wir wollten heute mal ein bisschen gucken hier, gucken da. Auf jeden Fall eine große Runde laufen. Wir wollten mal zum Hafen laufen. Da ist eine knappe Stunde zu Fuß entfernt. Einen größeren Marsch machen mit dem Ettigon kann man schön laufen. Dann wollten wir ein bisschen in eine andere Stadt fahren. Mal nach. Da gibt es ein Action, da wollten wir mal glotzen ein bisschen. Und wahrscheinlich auch bei uns am Laden, also, wenn wir dann schon mal da sind. Rufreu der Laden, weil das ist ein neuer Aldi, da wollten wir mal reingehen, gucken. Und am rechten und am linken schauen, ob alles noch so ist, wie es sein soll in unserer alten Hut. Nein, einfach nur mal ein bisschen hier und da schauen. Und dann ja mal gucken. Zu essen gibt es halt Reste wahrscheinlich. Wieder Reis mit Linsen haben wir noch, Gyros haben wir, Krautsalat haben wir noch. Aber mal schauen. Wenn wir mal finden, werden wir schon satt werden. Und wir jetzt gleich hier erstmal Käffchen und das Klöchchen. Und dann erstmal wach werden. Nämlich 7 Uhr irgendwas, aber glaube ich schon 8 Uhr mittlerweile. Ja. Betriebsgelände benutzen verboten. Oh nein. Ja, ihr Lieben. So, jetzt geht's langsam zurück und gleich gehen wir die große Runde. Bis dahin. Herrlich das Wetter. Am Canale Grande, da laufen wir jetzt. Der Ettifrosch hat sich jetzt auch beruhigt. Er sagt, er zieht jetzt nicht mehr so verrückt, weil die Gerüche doch jetzt in Einklang sind mit seinem Geiste. Ja, herrlich das Wetter. Habe ich schon 10-mal gesagt und sage ich noch 10-mal. Ich freue mich gleich auf Frühstück, auf Müsli in der Sonne. Ey, du
kann man runter laufen. Ja. Wie geht's denn da? Ja, die genießen auch das Wetter da drüben, so wie wir. Ja, gleich fahren wir einkaufen. Heute gibt's Nudeln mit Reste, also Aufstrich, Paprika-Aufstrich. Den haben wir noch da. Lassen wir uns heute schmecken. Schönen Salat dazu. Oh ja, da habe ich Bock drauf. Nur noch Reis mit Linsen ein bisschen. Wir können einen schönen Salat dazu auch machen heute. Einen schönen Salat dazu bei den Nudeln. Ja, so hört sie nach dem Plan an. So lässt sie aushalten. Vor allem, wenn das so muckelig ist. Keine Wolke am Himmel, nur vom Kraftwerk da hinten. Da fahren wir auch mal vorbei. Gucken mal, unsere alte Hut, da war ja früher unser E-Zigarettenland. Wir gehen hier runter, wir gehen wieder zurück. Oder sollen wir noch weiterlaufen? Nee, komm, Mama hat Hunger. Ich habe auch so langsam. Aber guck mal, die blauen Blümchen da, wie schön. Blau, oh, cool. Nehmen wir von Mama mit. Aber nur eine, ja? Später mal. So, wir haben jetzt unsere Alugasflasche gerade getauscht. Etty hofft mich zu lecken. Und 24:50 Uhr. Ja, Michaela war positiv überrascht. Und ich eigentlich auch, so jetzt, wenn ich drüber nachdenke. Meine Güte, ist wie am Bahnhof hier, ne? Ja, Gartensaison. Ne? Gartensaison floriert. Ja, habe ich jetzt hinten gut verstaut, festgezurrt. Und jetzt geht's weiter. Jetzt fahren wir nach Action. Ja. Da ist dann wieder Action. Jetzt geben wir Lebensmittel. Wollen wir nicht erst Action machen? Würde ich machen wegen Lebensmittel frisch, ne? Ja, wir gucken mal, wo wir zuerst hinfahren. Aber da brauche ich euch ja nicht zeigen. Das kennt ihr ja alle schon, wie das da in solchen Läden aussieht. Ja. Ein paar Sachen braucht man. Freitag machen einen großen Ausflug. Höchstwahrscheinlich. Und dann mal gucken, was der Tag noch so bringt. Wir waren ja schon schön laufen heute am Kanal. Das war echt schön. Der Etty hat Spaß gehabt. Die Kinder haben Spaß gehabt. Die Livy hat lange Schläfchen gemacht. Die frische Kanalluft, sagt sie, das tat so gut. Und die ist jetzt fit und strotzt vor Energie vor dem großen Spiel heute Abend gegen die Dosen. Da bin ich mal gespannt. Aber irgendwie habe ich ein komisches Gefühl. Naja, mal gucken, warten wir es mal ab. Wenn ihr das seht, ist das ja schon längst gedroppt, der Lutsch. Oder umgekehrt. Ja. So, wir fahren mal weiter. Mein Co-Pilot, der navigiert mich jetzt zu dem richtigen Platz. Und dann werde ich nachher berichten, was wir Schönes gekriegt haben. Ich brauche auf jeden Fall neue Schlüpfer beim Action. Und mal gucken, was wir noch so sinnlosen Schrottbitter finden, den wir unbedingt haben wollen. Gesundheit. Etty, sag mal was Schönes. Uff, navigierst du mich? Ja, ich Hunger. Schaut euch mal den Riesenmond an. Meine Güte, schön. Sehr schön, der Mond. Wow. So, wir sind wieder zurück. Wir waren jetzt einkaufen, aber meine Eltern gerade noch da. Sind wir noch mal eine große Runde gelaufen. Am Kanal. Wir gehen nur jetzt rein. Und jetzt gehen wir rein und gucken das Fußballspiel. Ne? Komm, wir gehen mal vor. Ja, heute geht's wieder drunter und drüber. Ich habe euch heute nicht viel mitnehmen können, es tut mir leid. Aber manchmal ist das so. Wow, bringst du das denn Mia? Das ist von dir, ne? Was könnt ihr euch ja teilen? Guck mal, die kannst du auch schon mal mit reinnehmen. Nimm mal bitte. Geh mal rein schon mal. Ja, die Mama macht sich jetzt eben noch was zu essen. Michaela? Die Dachluke ist noch auf in der Küche. Die Dachluke in der Küche. Komm. Komm. Ja, komm. Ja, jedenfalls gehen wir jetzt reingucken, das Dortmund-Spiel. Livia, komm. Hier ist was los. Ich melde mich gleich nochmal. Ihr Lieben, das war wohl nichts. Sind wir auch raus, wie die Scheißbauern. Ja, so, ich werde jetzt auch rübergehen. Feierabend für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Heute war es ein bisschen kürzer. Morgen werde ich euch ein bisschen mehr mitnehmen. Ich habe ein bisschen was getrunken, ordentlich einen im Schuh. Ihr Lieben, bis morgen mal. Passt auf euch auf. Tschüss.